Einen wunderschönen Samstag auf meinem Kanal. Mein heutiges Thema dreht sich wieder um seelische Erkrankungen. Viele hören es, ich habe wieder eine Erkältung. Ja, ist halt so, wenn das Immunsystem nicht so ganz intakt ist mehr, kriegt man schneller die Erkältung und ja, Stimmbandentzündung wieder, aber es, trotzdem mache ich ein Video. Ja, wie gesagt, ich habe eine Erkältung und da wirken meine Antidepressiva nicht so gut. Es reicht, die Abendtabletten brauchen verdammt lange, bis sie überhaupt wirken. Und dann schlaft man auch nicht richtig durch und ja, ist halt so. Ist halt nicht einfach natürlich. Und zurzeit bin ich schon so sehr seelisch angegriffen. Ja, man wartet auf den Anruf der Klinik, die sich sehr viel Zeit lässt. Und ja, und dann kriegt man dann noch mehr Schübe, weil man zurzeit, wie ich, gerade nicht die Tabletten nehmen kann, die man sonst hat, weil die nicht mehr wirken. Und auf jeden Fall mir ist das dann so, bei bestimmten Episoden kriege ich dann entweder Pickelchen im Gesicht oder auf den Armen, die dann leicht aufplatzen, oder auf der Kopfhaut, wunde Stellen. Die kann man manchmal ein bisschen mit Haaren und so Gel ein bisschen wegmachen, aber auf Dauer geht das natürlich nicht. Irgendwann sieht man das, dass man diese wunden Stellen am Kopf hat, diesen kahlen Stellen auf dem Kopf hat. Und irgendwann muss man zum Friseur. Und ich traue mich nicht immer zum Friseur zu gehen, wenn es sein muss. Dann warten wir halt ein paar Wochen länger. Und dann, ja, dann sieht man sie trotzdem, die wunden Stellen. Ich habe aber einen Friseur gefunden, der da nichts mehr sagt. Aber viele Friseure wollen dann ein klein was aufdrehen. Naja, ich brauche ein anderes Haarshampoo oder so, daran liegt es ja nicht. Aber ja, bei vielen Menschen mit Depressionen ist das halt bei einer Episode, bei seelischer Gesundheit, wenn man traurig ist oder so, dann der Körper wehrt sich manchmal gegen so Schübe mit Hautausschlag, mit Erbrechen, mit Übelkeit. Ja, ich kenne die Querlatte. Ich habe das alles schon erlebt, was nicht immer einfach ist, darüber zu sprechen. Aber so wie ist auch hier mit meinen dicken Rennen in den Augen, ja, die werden nicht besser. Vielleicht werden sie nach der Klinik besser. Aber ja, das ist halt nicht so einfach. Und viele meinen dann, ach, stell dich doch nicht so an. Schlafen kann jeder. Oder trink Alkohol. Dann schlafst du richtig gut. Als wenn ich mit diesen Medikamenten, die ich zu mir nehme und viele andere auch, sich nonstop hier den Alkohol reinknallen sollten. Das wäre, ist ja genau das Gegenteil, was man machen sollte. Am Ende braucht man jeden Tag den Alkohol. Ja? Und dann hat man das nächste Problem. Ja? Man hat die nächste Krankheit. Und ja, das ist dann nicht so das Beste. Aber diese Krankheit ist halt immer noch in den Köpfen drin. Burnouts. Burnout ist heilbar. Aber wie schon in vielen anderen Videos, Burnout ist ein großer Begriff. Und Depression ist auch ein großer Begriff. Burnout ist ein neues Modewort in der Gesellschaft. Aber Menschen mit Psychosen, mit Major-Depression, mit Borderline, mit Persönlichkeitsstörungen, können sich immer nicht mehr anhören, du hast nur Burnout. Und geh zum Arzt, dann ist es weg. Ja, das sind so Sachen, die mich einfach auf Deutsch sagen, ankotzen. Ja, dann, das ist in der Öffentlichkeit so, Burnouts und geh in die Klinik, geh zum Arzt, lass dir Tabletten geben und dann bist du geheilt. Schön wäre das. Die Illusion hatte ich auch mal. Ja, bei verschiedenen Leuten helfen Tabletten im großen Stil. Bei mir lindern sie nur. Ja. Und irgendwann wirkt es auch nicht mehr. Und es ist nicht so einfach wie irgendwas, nehmen wir einen Hustenstiller, dann ist der Husten weg. Das ist nicht so bei jeder psychischen Erkrankung, dass die noch heilbar ist. Es gibt verdammt viele Menschen, da ist es nicht mehr heilbar. Und sie tun sich damit schwer. Und ich tue mich auch sehr oft mit dieser Krankheit schwer, immer noch. Auch wenn ich so offen darüber rede. Wenn ich so eine richtige Episode habe, denke ich auch, warum ich? Warum schon wieder?
Muss das jetzt schon wieder sein? Ja, es ist nicht ohne diese Krankheit. Auch wenn viele das so sehen. Und diese Krankheit kann viele Freundschaften zerstören. War bei mir auch so. Aber ist das so einfach, diese Krankheit? Und warum gibt es denn so viele Psychologen, die keinen Platz mehr haben? Ja, hat ja Gründe. Weil viele, sehr viele Menschen diese Krankheit haben und nicht nonstop verschleiern oder nach hinten schieben. Aber irgendwann muss man sich Hilfe holen. Ja? Und mir hat letztes Jahr die Ergotherapie viel geholfen. Klar hat sie mich nicht geheilt, aber sie hat mir ein bisschen was geholfen, ein bisschen Panikattacken unterdrückt. Ich hoffe, ich konnte das Thema wieder abbringen. Ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche zu meinem nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.